Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar endlich mal wieder ein Reading-Vlog. Ich habe das jetzt schon öfter gemacht und mir macht es immer mega viel Spaß, einfach mit euch gemeinsam zu lesen, so ein bisschen sich darüber auszutauschen, was für Bücher man liest, wie man sie findet, wie man vorankommt, was einem vielleicht nicht so gut gefällt, was einem gut gefällt und einfach sich so eine richtig schöne Lesezeit zu machen. Ich persönlich liebe Reading-Vlogs, weil sie mir einfach so ein richtig wohliges Gefühl geben und mir richtig Lust aufs Lesen machen. Und deswegen hoffe ich, dass das bei euch auch der Fall sein wird, nachdem ihr dieses Video geschaut habt. Ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viele Bücher gekauft und deswegen ist mein Sub ein bisschen eskaliert. Also ich glaube, ich habe mittlerweile an die 16 Bücher oder so auf meinem Sub liegen, was für einige vielleicht nicht so viel ist, aber ich finde das ultra viel für mich selber, weil ich es schade finde, wenn zu Hause so viele Bücher stehen, die ich einfach noch nicht gelesen habe und ich trotzdem die ganze Zeit neue kaufe. Deswegen steht dieser Reading-Vlog auch unter dem Motto, mein Sub abzubauen. Ich habe gestern mein letztes Buch beendet und deswegen bin ich jetzt auf der starken Suche nach einem Nachfolger und habe dabei diese paar Bücher, diese 5 Bücher mir ausgesucht, auf die ich gerade irgendwie Lust hätte, aber ich bin mir auch nicht so sicher. Ehrlich gesagt fällt es mir total schwer. Ich glaube, dadurch, dass es jetzt auch ganz oben auf meinem Stapel gerade liegt, ich lese einfach das hier. Das ist auch, also das Buch hat nicht so viele Seiten, knapp 400. Und das ist im Vergleich zu meinen anderen Büchern, die ich im Moment gelesen habe, auf jeden Fall weniger. Da ich aus dem Klappentext selber überhaupt nichts lesen kann, lese ich euch den mal ganz schnell vor für alle, die es vielleicht nicht kennen. Alles beginnt mit einer Freundschaft, doch wie wird ihre Geschichte enden? Auf einer regennassen Straße soll sich Finns und Autumns Schicksal für immer entscheiden. In dem Moment, als das Auto von der Fahrbahn abkommt. Doch eigentlich beginnt ihre Geschichte viel früher. Schon ihre Mütter sind beste Freundinnen und so wachsen sie Tür an Tür auf, verbringen jede freie Minute gemeinsam, kennen den anderen besser als sich selbst. Bis aus ihrer Freundschaft etwas anderes wird. Nur kann Autumn sich nicht diese tiefen Gefühle eingestehen. Sie versucht, Finn zu vergessen. Doch wie soll sie das schaffen, wenn ihr Herz so verräterisch schlägt, sobald sich ihre Blicke treffen? Wenn niemand jemals Finns Platz in ihrem Herzen einnehmen kann. Und ihr wisst, ich mache aus meinen Lesestunden immer ein Erlebnis und meine Leseecke sieht gerade gar nicht nach Erlebnis aus. Deswegen muss ich mir erstmal frische Blumen kaufen, bevor es losgeht. Zwischenstand. Ich bin mittlerweile auf Seite 59 bei If He Had Been With Me und irgendwie wird die Geschichte, glaube ich, von hinten aufgerollt. Also das habe ich auch schon mal gehört, aber ich habe nicht so ganz verstanden, was damit gemeint ist. Das erste Kapitel war irgendwie das davor und dann fängt die Geschichte an. Ich bin ehrlich gesagt noch in dem Stadium, in dem ich irgendwie verwirrt bin. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es Spaß macht zu lesen. Der Schreibstil ist anders, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Und ich habe schon Lust, auch weiterzulesen. Gerade weil ich mir denke, so, wie geht es mit der Geschichte weiter? Wie hat sie angefangen? Also es ist schon spannend. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch noch lesen. Ich habe noch ein bisschen Zeit und bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe gestern meinen Nachttisch mal so ein bisschen umgeräumt. Ich hatte ja eigentlich immer nur hier eine Pflanze stehen. Aber ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Ich brauche irgendwann einfach immer so einen Change. Ich muss irgendwas ein bisschen umdekorieren, damit ich es wieder schön finde, weil ich mich irgendwann einfach satt gesehen habe. Und deswegen habe ich da jetzt so ein kleines, süßes Bücherparadies draus gemacht. Also ich habe hier einmal so einen Korb hingelegt. Den habe ich von meiner Mama mal zum Geburtstag bekommen und eine Decke mit reingelegt. Das ist einfach nur Deko. Und dann habe ich hier ein paar Bücher aufgebaut, weil mein Bücherregal ehrlich gesagt mittlerweile so voll ist, dass ich so schauen muss, wo ich noch Bücher hinstelle. Ich habe sie teilweise schon so in zweiter Reihe stehen und deswegen dachte ich mir, das ist erstens, sieht das super cute aus und zweitens ist das eine gute Möglichkeit, Bücher aufzubewahren. Ich habe gerade gemerkt, dass ich leider einen Teil des Videos gelöscht habe und zwar der Teil, in dem ich euch ein Update zu meinem aktuellen Read gegeben habe. Happy. Das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht. Mama muss jetzt erstmal was machen, okay? Und danach gehen wir dann Pipi-Kaka machen, okay? Aber jetzt noch nicht. Ich muss erst erzählen, wie ich das Buch fand oder finde. Ich bin ja noch gar nicht fertig.
Ich habe einfach direkt am ersten Tag, als ich das Buch angefangen habe, 240 Seiten in einem Buch gelesen, also über die Hälfte, was ich noch nie irgendwie geschafft habe. Es war auch irgendwie, ich glaube, es lag nicht richtig am Buch. Ich war einfach so im Lesefieber, weil ich finde, das Lesen einen einfach so krass entspannt. Und an dem Tag habe ich mir wirklich mal so richtig die Zeit dafür genommen und es war so schön. Mir fällt es irgendwie so schwer zu sagen, wie ich das Buch bisher finde, weil ich glaube, die es gelesen haben, können es irgendwie nachvollziehen. Ich frage mich halt die ganze Zeit, was das für einen Sinn hat, was mir da erzählt wird. Also bisher wirkt für mich alles unfassbar willkürlich und unnötig. Ich habe das Gefühl, das ist einfach so eine Aneinanderreihung an Erzählungen. Ich weiß, das klingt gemein, aber irgendwie fühlt es sich für mich so an. Ich mag den Schreibstil trotzdem gerne. Also ich finde den Schreibstil, das ist schön geschrieben. Aber es ist, wie gesagt, irgendwie kommt mir das alles so ein bisschen willkürlich vor und auch unseren Hauptcharakter Autumn. Am Anfang mochte ich sie, mittlerweile habe ich irgendwie ein Problem mit ihr. Ich weiß nicht warum, also ich weiß warum, aber ich möchte hier einfach nicht spoilern. Deswegen, ich habe irgendwie einfach ein Problem mit ihr. Allgemein muss man auch sagen, dass unfassbar viele Zeitsprünge innerhalb dieses Buches sind. Also ich glaube, bisher wurden jetzt schon 3 Jahre beschrieben. Also das Buch erschreckt sich bisher schon über 3 Jahre. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht, Leute. Was soll ich euch sagen? Viele meinen ja, dass das Ende vor allem sehr emotional ist. Ich bin unfassbar gespannt auf das Ende. Ich möchte es auf jeden Fall heute beenden. Ich habe ja auch wirklich gar nicht mehr viel. Also das werde ich heute Abend mir gemütlich machen. Da würde ich mir hier die Kerze anzünden und dann lesen. Und ich bin sehr gespannt, was dann im Endeffekt mein Schlussfazit davon sein wird. Ich bin gerade auf Seite 368 und ich glaube, dass es jetzt emotional wird. Ich habe nämlich schon so ein paar Sätze gelesen. Und ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, ich heule nicht. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie das Buch endet, aber ich hoffe einfach, dass ich nicht weine. Mittlerweile schon ein paar Tage her, seitdem ich If He Had Been With Me beendet habe und ich habe gerade gemerkt, dass ich euch gar kein Feedback zumindest hier für dieses Buch gegeben habe. Ich weiß irgendwie absolut nicht, was ich von dem Buch halten soll und ich frage mich die ganze Zeit, ehrlich gesagt, ob es Zeitverschwendung war, es zu lesen. Ich fand den Schreibstil an sich eigentlich ganz gut, also man ist ultra schnell durch die Seiten gekommen, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut an dem Buch, aber diese Geschichte war so im Endeffekt unnötig. Sie hat mich null berührt. Das Buch hat insgesamt 4 Jahre abgehandelt in so einem Buch. Also es gab unfassbar viele Zeitsprünge und es ist alles so schnell passiert. Ich hatte das Gefühl, dass alles sehr, sehr oberflächlich bleibt und deswegen konnte ich mich gar nicht so mit den Charakteren verbinden. Und vor allem Autumn, unsere Hauptcharakterin, mochte ich einfach nicht. Ich fand sie wirklich unsympathisch. Ich habe die ganze Zeit auf das Ende gehofft, weil ja super viele gesagt haben, dass das sehr emotional sein soll. Aber ich fand auch da, es hat mich null gepackt. Es war innerhalb von 20 Seiten, ist auf einmal ein Riesending gewesen, was man viel schöner hätte verpacken können und viel länger auch. Aber das war auch wieder einfach so zack, zack abgehackt. Es war, also die Sätze sind gar nicht in die Tiefe gegangen. Es kam so ein Satz nach dem anderen. Der irgendwie, also es ist alles so schnell gegangen. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Als ich es beendet hatte, habe ich dem Buch 3 Sterne gegeben. Aber jetzt, wo ich ein bisschen genauer darüber nachgedacht habe, muss ich sogar, glaube ich, sagen, dass ich dem Buch nur 2,5 Sterne geben würde. Also das ist das schlecht bewertetste Buch, das ich jemals gelesen habe. Es tut mir total leid. Falls ihr das Buch mögt, dann ist es auch, also das ist nur meine Meinung. Aber mir hat es wirklich gar nicht gefallen und deswegen, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es nicht so weiterempfehlen, das zu lesen irgendwie. Ich habe mittlerweile übrigens auch schon ein neues Buch angefangen. Und zwar Wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Sherry. Ich habe das schon unfassbar lange bei mir zu Hause liegen. Also ich glaube, das war eines der ersten Bücher, die ich gekauft habe und habe es nie gelesen. Ihr habt zwar immer gesagt, ich soll es lesen, aber irgendwie dachte ich mir immer so, oh, bin ich da bereit dazu? Und bisher war ich es einfach nicht. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ich lieber Good Girl, Bad Blood lesen soll oder Wie die Ruhe vor dem Sturm. Und ihr habt euch alle für dieses Buch entschieden.
Und deswegen ist es jetzt soweit. Ich war auch gestern beim Friseur und da hatte ich das Buch mit dabei. Ich traue mich sowas normalerweise irgendwie nicht, weil ich immer das Gefühl habe, dass andere dann denken, dass ich unhöflich bin, weil ich quasi dann mit niemandem reden will. Aber ich habe es mitgenommen und auch einiges darin gelesen. Also ich bin jetzt auf Seite 100 und in dem Buch, falls für alle, die es nicht kennen, wahrscheinlich kennt ihr es alle, aber für alle, die es nicht kennen, es geht dort um, wie heißt sie nochmal? Ich vergesse immer die Namen von den Hauptcharakteren. In dem Buch geht es um Eleanor und sie tritt einen neuen Job als Nanny an, bei dem sie eine reiche Familie, also die Kinder einer reichen Familie betreut. Sie ahnte aber vorher nicht, dass es ausgerechnet Graysons Kinder sind, die sie betreuen würde und auch nicht, dass aus dem Jungen, den sie einmal geliebt hatte, ein Mann geworden ist und zwar ein eiskalter, einsamer und unnahbarer Mann. Denn Grays Lachen ist verschwunden und alles an ihm ist in Schmerz gehüllt und doch erkennt sie ab und zu, dass der Junge, den sie damals so liebte, irgendwo darin noch steckt und sie weiß, dass es sich lohnt, um diesen Jungen zu kämpfen. Wie gesagt, am Anfang finde ich, ist es ein bisschen schnell gegangen, aber ich finde das Buch bisher so schön, es ist unfassbar schön geschrieben, so emotional und deswegen, ich werde bei diesem Buch definitiv weinen. Ich habe mich bisher zurückgehalten, weil im Friseur zu heulen, dachte ich mir, ist jetzt vielleicht nicht so das Beste. Und jetzt gehe ich aber erstmal noch in die Stadt und kaufe mir ein neues Buch, weil ich das schon sehr lange haben will. Ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert, weil es auch ein bisschen teurer ist. Aber ich will dieses Buch unbedingt lesen und deswegen, ich kann nicht mehr warten. Ich muss es jetzt kaufen. Okay, sagen wir mal, ich war sehr erfolgreich beim Shoppen. Ich wollte eigentlich nur ein Buch mitnehmen. Ich weiß nicht warum, ich muss dann immer mindestens ein Buch mehr mitnehmen, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Das Buch, warum ich überhaupt in die Buchhandlung gegangen bin, ist nämlich dieses Stück hier. Ich habe das als Hörbuch angefangen bei BookBeat und dachte mir dann aber, ich glaube nach so 30 Seiten oder so, also 30 Seiten gelesen, dachte ich mir, okay, nein, ich glaube, ich muss das lesen. Ich glaube, das wäre so ein krasses Erlebnis, dieses Buch zu lesen. Und deswegen habe ich das Hörbuch quasi abgebrochen. Und seitdem wollte ich mir das Buch kaufen. Ich wollte es eigentlich noch unheimlich gerne mit dem Farbschnitt. Den habe ich jetzt aber leider nicht mehr bekommen. Aber zumindest die Hardcover-Version, weil können wir mal kurz darüber reden, wie schrecklich die Taschenbuch-Version von diesem Buch aussieht. Ich finde, das sieht ganz schlimm aus. So ein dickes Buch als Taschenbuchformat. Also auch so sieht das Buch einfach unheimlich krass aus. Ich weiß nicht, ob ich jemals so ein krasses, schönes Buch gesehen habe. Ich bin so gespannt. Es ist alles so richtig schön gestaltet auch. Das hat unheimlich viele Seiten. Ich glaube 762 Seiten. Das wird also mein dickstes Buch jemals. Aber ich freue mich wirklich unfassbar darauf. Und dann habe ich mir noch Magnolia Parks mitgenommen. Können wir mal bitte darüber reden, wie schrecklich das deutsche Cover aussieht? Vor allem im Vergleich zum englischen. Also der Farbschnitt, den finde ich eigentlich echt ganz süß. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Buch. Und ich freue mich einfach vor allem auf Fourth Wing. Ich kann es kaum erwarten. Aber das sind die Bücher, die ich mir gerade gekauft habe. Okay, irgendwie dachte ich die ganze Zeit, dass jetzt der Herbst kommt und es super kalt und eklig wird und ich bald meine Herbstklamotten rausholen muss. Aber es ist so warm. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich es liebe, draußen zu lesen, gerade wenn es schönes Wetter ist. Und ich glaube, ich werde jetzt mein Buch schnappen und dann mich raussetzen und lesen. Ich weiß nicht, vielleicht fahre ich irgendwo mit dem Fahrrad hin. Ich habe nämlich ein Fahrrad gekauft. Also ich habe das einer Freundin abgekauft und kann jetzt überall mit dem Fahrrad hinfahren und ich hatte eh schon die ganze Zeit Lust, so einen kleinen Ausflug zu machen. Deswegen glaube ich, werde ich mir jetzt ein Buch, was zu trinken, schnappen und mich noch kurz umziehen, weil ich bin noch im Schlafanzug. Und dann rausfahren und irgendwo schön lesen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es sind sehr viele Leute unterwegs. Deswegen hoffe ich, ich erwische noch irgendwo eine schöne Bank oder so. Mal schauen, vielleicht lege ich mich notfalls auch ins Gras. Wir gucken einfach mal, aber heute wird draußen gelesen. Vor ein paar Tagen bei IKEA einen Subwagen gekauft und habe den auch schon eingeräumt und dekoriert. Die Ecke sieht so süß jetzt aus
Und sie wird heute noch vervollständigt. Das ist erstmal mein Subwagen. Ich habe den kleineren genommen, aber nur zwei Böden eingebaut, damit ich unten die Bücher auch hinstellen kann. Weil der größere wäre höher gewesen als die Kommode und der wäre allgemein sehr, sehr groß gewesen. Das fand ich dann irgendwie nicht so nötig. Und damit die Leseecke vollständig ist, habe ich noch das hier gekauft. Das ist von Desenio. Das ist so ein Holzrahmen, den man magnetisch irgendwie festmacht. Und dann noch das Bild. Das wollte ich auch noch in die Ecke aufhängen. Diese Pflanze habe ich kurz weggestellt. Die mache ich gleich wieder hin, weil die bekommt in letzter Zeit nicht so viel Licht. Deswegen habe ich sie für ein paar Tage an eine Lichtquelle gestellt, damit die nicht stirbt. Kannst du das Bild mal einmal hier hinhalten und einmal dahin, damit ich weiß, wohin ich es lieber hängen will? Ich muss mir die Ecke ins gesamte Bild. Kannst du es ein bisschen weiter runter machen? Noch ein bisschen weiter runter. Noch ein bisschen weiter runter. Die Ecke gefällt mir so, so gut. Es ist einfach so gemütlich mittlerweile. Wenn ihr noch wisst, wie das Ganze am Anfang aussah, als der Sessel auch noch nicht da stand und so weiter, das war so ungemütlich. Und mittlerweile ist es einfach so ein kleiner Wohlfühlort hier geworden. Ich lieb's. Ich kann es kaum erwarten, da weiterzulesen. Apropos Lesen. Ich wollte euch ein kleines Update zu Wie die Ruhe vor dem Sturm geben. Ich bin mittlerweile auf Seite 343, also ich habe noch circa 100 Seiten übrig in dem Buch und dann bin ich fertig. Ich habe die letzten Tage leider nicht so viel lesen können, aber ich habe einen Leselive auf Instagram gemacht, meinen ersten Leselive, und es war so cool, mit euch zusammen zu lesen. Also wir haben einfach da gesessen, ich habe mich hier in die Ecke gesetzt, mein Lagerfeuer angemacht und dann haben wir zusammen gelesen und da bin ich so viel weiter gekommen, dass ich jetzt auf Seite 340 circa ja bin. Und ich finde es bisher wirklich, es ist ein richtiger Comfort Read, es ist so schön geschrieben, man fliegt durch die Seiten. Das Buch gibt mir einfach so tolle Vibes, ich liebe unsere Hauptcharakterin Eleanor und die Entwicklung von dem Buch, es ist tatsächlich unfassbar emotional. Also ich fand vor allem den Anfang richtig emotional und ich glaube, das Ende wird auch nochmal krass. Ich will es auf jeden Fall heute Abend beenden. Ich glaube, das schaffe ich auch auf jeden Fall. Und dann kann ich morgen mein nächstes Buch schon anfangen, aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass dieses Buch eine gute Bewertung bekommen wird. Gestern Abend Wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Sherry beendet und ich glaube, man hat es mir schon angesehen. Es war so emotional. Die letzten 100 Seiten, ich war zwischen Tränen und Lachen und hat mich einfach so gepackt. Es war so gut geschrieben und so emotional irgendwie. Also irgendwie das perfekte Buch einfach. Ich muss sagen, manche Stellen waren mir ein bisschen zu schnell und dadurch habe ich es manchmal nicht so gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen unrealistisch ist. Aber im Großen und Ganzen fand ich das Buch wirklich richtig, richtig toll. Ich musste 5 von 5 Sternen geben, einfach weil es mich so gut unterhalten hat. Ich wollte immer weiterlesen, auch wenn ich die Woche leider nicht so viel Zeit dazu hatte. Aber es war einfach ein tolles Buch und eine tolle Geschichte. Schreibt mir gerne, falls ihr es gelesen habt, wie ihr es fandet. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Buch, würde ich sagen. Natürlich kann ich mich mal wieder nicht entscheiden, was ich als nächstes lesen soll. Entweder Magnolia Parks oder Good Girl by Blood, also der zweite Teil von A Good Girl's Guide to Murder. Ich finde beides irgendwie gerade gut. Ich weiß irgendwie aber auch gerade gar nicht, worauf ich Lust habe. Deswegen habe ich auf Instagram gefragt. Ich frage wirklich immer, welches Buch ich als nächstes lesen soll, euch einfach. Und die meisten meinten jetzt Good Girl Bad Blood. Deswegen werde ich jetzt, denke ich mal, mit diesem Buch hier starten. Thank you.
wollte eigentlich nur kurz das Buch anfangen, damit ich schon mal ein bisschen reingelesen habe. Ich habe jetzt schon 100 Seiten gelesen, weil man so schnell durch das Buch kommt. Also das muss ich echt sagen. Das gefällt mir richtig gut. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe euch gar nicht erzählt, worum es in dem Buch geht. Vielleicht wissen es die meisten eh schon von euch, aber das ist ja der zweite Teil. Und in dem geht es darum, dass eben Pippa innerhalb eines Podcasts die Geschehnisse aus dem ersten Buch erzählt. Und dann verschwindet aber der Bruder eines ihrer besten Freunde spurlos. Und weil die Polizei nichts macht, muss sie dann im Endeffekt ermitteln. Und sie muss dabei schnell sein, bevor Schlimmeres geschieht. Also mehr weiß ich auch noch nicht. Das steht quasi einfach im Klappentext. Ich bin sehr gespannt. Also bisher finde ich es richtig cool, vor allem weil auf manchen Seiten auch so richtig so Illustrationen und so sind. Das finde ich sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Es gibt mal so ein bisschen einen anderen Vibe in dem Buch. Und ich komme auch viel besser klar mit diesem Schreibstil. Das war ja beim ersten Teil ein bisschen schwieriger für mich. Allgemein liebe ich einfach Bücher, durch die man irgendwie so einfach nur durchfliegt. Und ich habe das Gefühl, das könnte eins dieser Bücher werden. Deswegen werde ich auf jeden Fall nochmal weiterlesen und gebe euch dann ein Update. Es ist mittlerweile schon ein paar Tage her, aber ich habe es beendet und zwar noch am selben Tag. Es hat mich einfach so in den Bann gezogen, das hatte ich schon beim ersten Teil, dass ab der Mitte will man einfach die Auflösung wissen und ich fand es richtig, richtig gut. Mir hat das Buch sogar noch besser gefallen als der erste Teil, dem habe ich 4,5 Sterne gegeben und dem kann ich einfach nur 5 Sterne geben. Mir hat es so gut gefallen. Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich einfach nichts spoilern möchte für euch, falls ihr doch das noch lesen möchtet. Aber es ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob man den Teil auch lesen kann, wenn man den ersten nicht gelesen hat. Und ich glaube, es ist schon wichtig, den ersten Teil auch zu lesen. Aber falls ihr den ersten Teil gelesen habt und noch am Überlegen seid, ob ihr den lesen sollt, dann kann ich es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende leider dieses Reading Vlogs. Wir haben in diesem Buch 3 wundervolle Bücher gelesen, beziehungsweise 2 richtig, richtig tolle Bücher, die mir sehr gut gefallen haben, die ich euch absolut empfehlen kann. Und eins, von dem ich euch eher abraten würde, also das ist irgendwie einfach eher Zeitverschwendung. Ich finde nicht, dass man das gelesen haben muss. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der Ausbeute und wie die Bücher im Endeffekt so waren. Ich hoffe, euch hat dieser Reading-Vlog gefallen. Falls ihr eins der Bücher schon gelesen habt, dann schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Ohne Spoiler natürlich. Oder ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!